Silvia und Marie sind Mowgli und Balu. Was wie nach einem Kinderbuch klingt, ist eine Freundschaft auf Zeit. Die beiden machen bei einem Mentorenprogramm für Kinder im Grundschulalter mit. Ehrenamtlich. An mehr als 75 Standorten in ganz Deutschland gibt es Moglis und Balus. Das Ziel? Der große Balu ist ganz für den kleinen Mowgli da. Ja, richtig. Es macht halt einfach Riesenspaß. Es ist eine Abwechslung, mal was anderes zu machen. Und Silvia hat dann jemanden, der nur für sie da ist, mit dem nur sie was machen kann. Das ist schon ganz gut. Und für mich natürlich auch. Also, das ist gut, meine kleine Schwester zu haben und nicht immer die Kleinste zu sein. Frank Sevenich-Held ist bei der Caritas für die Moglis und Balus in der Stadt Bonn zuständig. Er kümmert sich um die Kontakte zwischen Schule und Familie und vermittelt die Kinder für meist ein Jahr an einen erwachsenen Paten. Wie erkennt er ein Mowgli-Kind? Also ich sage das immer mit so einer Kurzformel. Mowglis sind Kinder, die im Moment mehr Aufmerksamkeit brauchen, als sie aus welchen Gründen auch immer gerade bekommen. Und bei Silvia ist es eben auch so, dass sie im Moment gut Aufmerksamkeit gebrauchen kann. Und das war von der Lehrerin so gesehen. Und genau das war der Grund, dann zu sagen, okay, dann probieren wir das mit einer Balu-Frau. Balu und du. Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten. Die Idee des Projektes kommt nicht nur in Bonn gut an. In ganz Deutschland gibt es rund 8000 Balus und ebenso viele Mowglis. Diese Idee, dass Kinder sich vielleicht in Bonn hier auch wie im Dschungel vorkommen, weil sie die Sprache nicht können, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen, weil sie vielleicht nur aus einer anderen Stadt kommen. Wenn jemand aus München nach Bonn kommt, dann kann er sich auch wie im Dschungel hier vorkommen. Oder wenn ein Geschwisterkind auf die Welt gekommen ist und plötzlich die Eltern nicht mehr so viel Zeit wie vorher für das Kind übrig haben. Das sind genau Situationen, wo wir mit Balu einsteigen können. Für Balu, Eva Marie und Mowgli Silvia ist klar, die Patenschaft ist eine Win-Win-Situation für beide. Also es ist schön, mit der Eva befreundet zu sein. Fühle ich mich besser. Erstens, dass ich keine Angst vor Enten habe und ich noch nie Enten aus der Hand gefüttert habe. Also. Und dass ich das erste Mal gerade gemacht habe. Gibt es noch irgendwas, was du mit Eva noch machen möchtest in dem Jahr? Im Sommer, da wollen wir mal zum einen segeln und da schwimmen. Aber nicht zu dem hier, ne? Nein. Zu einem guten See. Ja. Wir sollten sie kratzen.